Die Weltorganisation für Meteorologie spricht von besorgniserregenden Nachrichten für den Planeten. Vorläufigen Daten zufolge war die erste Juliwoche die heißeste weltweit seit Beginn der Aufzeichnungen. Hitzewellen im Südwesten der USA, in China und Spanien. Rekordtemperaturen wurden auch in den Ozeanen gemessen. Zugleich das andere Extrem: sintflutartige Niederschläge im Norden Indiens. In der Himalaya-Region fiel in einem Tag so viel Regen wie sonst in einem Monat. Auch im Nordosten der USA gibt es infolge von Regenfällen schwere Überschwemmungen. Extremwetterereignisse als Folge des Klimawandels nehmen zu. Welche Maßnahmen sind notwendig, um dagegen anzugehen? Was ist von Technologien zu halten wie Geoengineering, die als Forschungsprojekte neue Ideen zur Bekämpfung der Klimakrise verfolgen? Fragen, die ich mit dem renommierten Klimaforscher Mojib Latif besprechen möchte. Er ist Professor unter anderem am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Herr Latif, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke. Hallo. Diese Extremwetterereignisse, die gerade zu beobachten sind, ist das eine zufällige Häufung oder der eindeutige Beweis, dass die Erderwärmung noch schneller voranschreitet als befürchtet? Ja, wenn man den Beweis haben will, dass die Erderwärmung voranschreitet, und daran gibt es überhaupt keinen Zweifel, dann muss man sich eben nicht ein Jahr angucken, sondern viele Jahre. Und wenn wir die letzten Jahrzehnte betrachten, sieht man eben ganz deutlich, dass in dem Maße, wie sich die Erde erwärmt hat, eben auch extremes Wetter zunimmt. Und insofern gehören beide Dinge zusammen und beide sind letzten Endes Folge der globalen Erwärmung. Welche einzelnen Faktoren beeinflussen denn jetzt das Auftreten von diesen Extremwetterphänomenen, die wir gerade beobachten? Nun, Wetter bleibt natürlich zufällig. Wetter ist unberechenbar, aber ich vergleiche das gerne mit einem gezinkten Würfel. Wenn wir den Würfel auf die 6 zinken, dann wissen wir eben, kommt die 6 häufiger. Aber wir können nie ganz genau sagen, wann denn nun eigentlich eine 6 kommt oder nicht. Und insofern bringt sozusagen die globale Erwärmung so etwas wie Ordnung ins Chaos. Wir wissen, dass die Erwärmung einfach mehr Extreme fördert. Und genau das sehen wir jetzt. Und insofern hängt es dann auch immer von der aktuellen Wetterlage ab, was denn gerade passiert und vor allen Dingen, wo es passiert. Also das kann dann auf der einen Seite extreme Hitze sein und dann am nächsten Tag, wie wir es gerade auch in Deutschland immer wieder gesehen haben, kann es dann heftige Unwetter sein mit extremen Niederschlägen, mit sehr starken Hagelschlag bis hin zu Tornados. Um das nochmal ein bisschen zu sortieren, also das Wetterphänomen El Niño wird ja auch oft in diesem Zusammenhang genannt, also dieses Phänomen der Erwärmung des Oberflächenwassers im Pazifik. Das tritt ja alle paar Jahre auf. Inwieweit kann das auch zusammen mit der jetzt ohnehin stattfindenden Erderwärmung die Lage noch zusätzlich verschärfen? Ja, das tut es natürlich und die Auswirkungen werden sich natürlich auch verstärken, wenn die Atmosphäre ohnehin schon wärmer ist. Aber mein Punkt ist einfach der, dass es immer diese zufälligen Schwankungen gibt. Auch El Niño ist eine natürliche Schwankung, die dann kurzfristig mal die globale Erwärmung beschleunigt. Aber dann kann es auch das umgekehrte Phänomen geben, La Niña. Das ist eine Abkühlung im tropischen Pazifik und das dämpft dann so ein bisschen die Erwärmung. Also der Hauptgrund, warum wir eigentlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten diese extremen Wetterverhältnisse haben, ist einfach die globale Erwärmung, verursacht durch den Ausstoß von Treibhausgasen durch die Menschen. Und wir sehen einfach, dass der Anteil der Treibhausgase in der Atmosphäre, insbesondere von Kohlendioxid, CO2, immer weiter steigt und in den letzten Jahrzehnten sogar immer schneller gestiegen ist. Und das verheißt natürlich für die Zukunft nichts Gutes. Sie haben ja eigentlich ja schon seit Jahrzehnten vor den Folgen der Erderwärmung gewarnt und gemeinsam mit vielen Kolleginnen und Kollegen in der Klimaforschung ja die politischen Entscheider zum Handeln aufgefordert. Ja, welche Maßnahmen müssen dann so schnell wie möglich umgesetzt werden? Naja, also eins ist klar, solange wir nicht den Ausstoß von Treibhausgasen in die Atmosphäre drastisch senken, und zwar weltweit, nur darauf kommt es an, werden wir die globale Erwärmung nicht begrenzen können. Wir sprechen hier nicht mehr darüber, die Erwärmung zurückzudrehen. Wir sprechen nur noch darüber, die Erwärmung zu begrenzen. Also wir sprechen über Schadensbegrenzung.
Das heißt also, von einer sehr hohen Warte aus betrachtet, müssen wir das Übel an der Wurzel packen. Wir wissen, dass Treibhausgase wie CO2 die Erde aufheizen. Das wissen wir seit über 150 Jahren. Und wenn wir die Erwärmung wirklich stoppen wollen, dann müssen wir an die Ursache ran, das heißt also an den Ausstoß. Und die einfachste Möglichkeit, die Erderwärmung zu begrenzen, ist einfach, so schnell wie möglich den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern und dann irgendwann tatsächlich in den nächsten Jahrzehnten auf Null zu fahren, weil sonst wird der Anteil der Treibhausgase in der Atmosphäre immer weiter steigen. Viele auch in der Politik, die vertrauen ja eigentlich auch darauf, dass es irgendwann technologische Lösungen gibt, eben gegen diese Klimakrise, die Erderwärmung einzuwirken. Geoengineering ist zum Beispiel, ja, sind so Forschungsprogramme, die die USA wohl vorantreibt, die US-Regierung. Bei dieser Idee werden zum Beispiel Sulfatpartikel in die Atmosphäre ausgebracht von den Flugzeugen. Damit werden die Sonnenstrahlen von der Erde wegreflektiert und die Erwärmung somit reduziert. Was halten Sie von solchen Projekten? Ja, also solche Gedanken alarmieren mich insbesondere, dass jetzt offensichtlich in den USA zumindest für die Forschung grünes Licht gegeben wird. Es wird zwar immer betont, dass das kein Präjudiz ist dafür, dass man es dann wirklich machen will, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Boden dafür schon bereitet wird. Das heißt also, dass man sich im Prinzip schon vom Klimaschutz und Klimaschutzmaßnahmen verabschiedet hat und dann irgendwie eine Hypothek auf die Zukunft aufnimmt. Weil wir haben es bei der Atomkraft immer wieder gehört, uns wird schon was einfallen für den Atommüll. Es ist uns nichts eingefallen. Und wenn wir die globale Erwärmung jetzt einfach laufen lassen, dann gibt es zwei große Risiken. Das eine ist, dass wir das System, das Erdsystem gar nicht so gut kennen und nicht genau wissen, was eigentlich passiert, wenn wir solche Schwefelpartikel in die Atmosphäre einbringen. Es könnten zum Beispiel unwiderrufliche Schäden in der Ozonschicht entstehen. Und das wäre natürlich nochmal doppelt schlimm, weil ohne die Filterung der UV-Strahlung durch die Ozonschicht könnten wir hier unten auf der Erdoberfläche gar nicht leben. Es können sich Windverhältnisse ändern, können sich Regengebiete verändern. Also aus meiner Sicht wäre es der helle Wahnsinn, da einzusteigen. Und das zweite Risiko wäre ein finanzielles, denn wir dürfen nicht vergessen, wenn wir das jetzt so weiterlaufen lassen, wenn wir immer weiter Kohle, Öl und Erdgas verbrennen, kommt ja immer mehr CO2 in die Luft. Und wenn wir dann solche Maßnahmen, solche Geoengineering-Maßnahmen einwenden würden, dann müssten wir die ja über Jahrhunderte, sogar über Jahrtausende weiterführen. Was ist das für ein finanzieller Aufwand? Und was bedeutet das für die nachfolgenden Generationen, dass die sozusagen dann die Kosten dafür tragen müssen, dass wir nicht imstande gewesen sind, den Ausstoß von Treibhausgasen zu begrenzen? Insofern wäre es eigentlich unbezahlbar, damit eine spontane Wiederaufheizung der Erde vermieden werden könnte. Und insofern wäre tatsächlich der Einstieg in solche Geoengineering-Maßnahmen, wie sie jetzt in Amerika diskutiert werden, auch bei der Demokratischen Partei, wäre tatsächlich das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Und das sollten wir keinesfalls tun. Es gibt dann noch weitere Forschungsprojekte im Bereich Geoengineering, um dabei noch kurz zu bleiben. Zum Beispiel dass von Spezialschiffen Meerwassertröpfchen in den Himmel gesprüht werden, damit Wolken entstehen und Sonnenstrahlen eben auch wegreflektieren. Also das hört sich ja alles sehr nach Science Fiction an, haben Sie eben schon angeführt. Sehen Sie denn bei diesen Projekten irgendwo tatsächlich Potenzial, dass da ein Ansatz irgendwie verfolgt werden könnte, der nachhaltigen Klimaschutz möglich machen könnte? Also um ehrlich zu sein, nein, nein. Also das sind alles Pilotprojekte, kleine Projekte. Wir müssen ja sehen, dass man das auch global ansetzen müsste. Und abgesehen von den Kosten, man müsste eine völlig neue Infrastruktur aufbauen, nur weil wir krampfhaft an Kohle, an den fossilen Brennstoffen festhalten wollen. Und insofern ist die einfachste und vor allen Dingen auch die billigste und sicherste Art und Weise, tatsächlich den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern und dann langfristig auf Null zu fahren. Das ist wirklich der absolut sichere Weg. Und alles andere kommt mir wirklich auch vor wie Science Fiction und auch so ein bisschen wie der Zauberlehrling nach dem Motto, sie wissen nicht, was sie tun. In dem Moment, wo man nämlich eingreift, künstliche Eingriffe vollführt, kann der Schuss nämlich auch nach hinten losgehen und man verursacht viel größere Schäden, als man es eigentlich wollte und als man es sich vorher überhaupt überlegen konnte.
Wenn Sie sich jetzt die Klimaschutzbemühungen ansehen, jetzt in Deutschland von der Ampelkoalition, aber auch auf der Ebene der EU oder weltweit nach China schauen, Indien, USA, inwieweit haben die Regierungen in diesen Staaten die Dringlichkeit erkannt und schon den richtigen Weg zumindest eingeschlagen oder wissen, wo er ungefähr losgehen könnte? Na, die Dringlichkeit ist erkannt. Das kann man ja an den Verlautbarungen nach jeder Weltklimakonferenz oder vor jeder Weltklimakonferenz auch vernehmen. Nur kommen wir einfach nicht vom Wissen zum Handeln. Also ich kann der Politik nichts mehr erklären. Politikerinnen und Politiker aller Länder wissen, worum es geht, aber sie schaffen es einfach nicht, zusammenzukommen. Und das Problem ist meiner Meinung nach eines, wo so ein Problem hat die Menschheit noch nie gestanden, dass nämlich alle Länder gemeinsam handeln müssen. Und wenn wir uns in der Welt umsehen, sehen wir genau das Gegenteil von internationaler Kooperation. Wir sehen immer mehr Nationalismus, wir sehen immer mehr Protektionismus. Und das sind natürlich die denkbar schlechtesten Voraussetzungen für Klimaschutz. Ich will das nochmal erklären, warum wirklich alle Länder etwas tun müssen. Weil ein Gas wie CO2 beispielsweise hat eine Verweildauer in der Atmosphäre von Jahrhunderten bis Jahrtausende. Das heißt also, der Ort des Ausstoßes ist völlig irrelevant. Ein Stoff, wenn er lange genug lebt, verteilt sich innerhalb einiger Wochen in der Atmosphäre und deswegen ist er überall wirksam. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Polregionen schmelzen, obwohl dort so gut wie kein CO2 ausgestoßen wird. Und ich glaube, vor dieser Herausforderung kapituliert im Moment die Weltgemeinschaft, weil sie es nicht kennen, weil sie nicht wissen, wie man gemeinsam handelt. Und insofern glaube ich, muss sich da auch ein Paradigmenwechsel in vielen, vielen Ländern ergeben, dass man eben nicht nur an sich selbst denkt, sondern eben auch an alle anderen Länder. Und man muss begreifen, wenn man nichts tut und wenn die anderen auch nichts tut, dann gehen eben alle Länder buchstäblich unter, zumindest wenn wir über den Meeresspiegelanstieg sprechen. Und alle Länder sind natürlich auch von den Wetterextremen betroffen, alle Länder sind von den wirtschaftlichen Folgen betroffen, alle Länder sind von der Verschlechterung der Sicherheitssituation auf der Welt betroffen und. Und ich glaube tatsächlich, der Klimawandel wird immer noch von vielen Regierungen der Welt immer noch verharmlost und nicht so richtig ernst genommen. Man hat sich jetzt mindestens auf die Einhaltung eines 1,5 oder 2 Grad Ziels ja einigermaßen verständigt als zentrales Element in der Klimapolitik. So wie die Entwicklung im Moment läuft, werden wir ja das Ziel bis 2100 klar verfehlen. Was stimmt Sie trotzdem optimistisch, dass es in naher Zukunft eine Art Trendwende gibt und dieser Planet noch in rund 80 Jahren noch ein akzeptabler Lebensraum für uns Menschen sein wird? Naja, einfach weil Technologiewandel, um den geht es ja letzten Endes, doch innerhalb ganz kurzer Zeit erfolgen kann. Wir haben es immer wieder gesehen, egal ob es nun um den Wechsel von den Dampfloks zu den Dieselloks ging, egal ob es um Festnetz zum Handy ging, was auch immer, vom Pferdewagen zum Automobil, das ging innerhalb eines Jahrzehnts, vielleicht innerhalb von 2 Jahrzehnten. Das heißt also, es müssen einfach die Vorteile erkannt werden, die erneuerbaren Energien bringen. Und dazu wäre es eben notwendig, dass die Subvention, die ja enorm sind für die konventionellen Energien, dass sie sukzessive abgebaut werden. Und in dem Moment, wo das passiert, wissen auch die Investoren, wo sie in der Zukunft investieren sollten, damit sie noch Rendite haben. Und ich glaube, dann kommt man in eine Dynamik, die dann kaum noch zu bremsen ist. Multiplativ, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. Sehr gerne.